Die Mastermarket ist eine Softwarefirma in Kaiserslautern, vor ziemlich genau 9 Jahren aus dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ausgegründet, die sich mit digitalem Materialdesign befasst. Das bedeutet, im Computer können dreidimensionale Modelle von Mikrostrukturen, von porösen Medien oder Verbundwerkstoffen abgebildet werden und dann berechnet werden. Wir haben aktuell knapp 4 Millionen Euro Umsatz und etwa 40 Mitarbeiter derzeit. Unser Produkt heißt Geodic, das digitale Materiallabor, und das ist genau die Idee, dass der Versuch, der klassischerweise im Labor passiert, durch unser Produkt in den Computer verlagert werden kann. Das heißt, wir haben ein dreidimensionales Modell von dem Material und können auf dem alles vorhersagen, sowohl den Herstellungsprozess als auch die Eigenschaften von dem fertigen Material, was dann zu erheblichen Einsparungen, sowohl was Geld als auch Zeit angeht, beim Design von Materialien für bestimmte Anwendungen bedeutet. Und die zweite Innovation ist dann, nicht nur auf Bildern von was Existierendem arbeiten zu können, sondern auch dreidimensionale Modelle von den Materialien im Rechner künstlich herstellen zu können und dann schon Materialien ausrechnen zu können, die es in echt noch gar nicht gibt, die man erst hinterher herstellen möchte, wenn man im Rechner gefunden hat, dass sie gut funktionieren. Die Zukunft sieht für uns im Augenblick erstaunlich positiv aus. Wir haben im jetzt laufenden, gerade zu Ende gegangenen Geschäftsjahr tatsächlich 50% Wachstum beobachtet im Vergleich zum Vorjahr, trotz der Corona-Krise. Es sieht so aus, als ob die Tatsache, dass die Kunden nicht so sehr ins echte Labor gehen können, eher dazu führt, dass sie noch mehr an dem digitalen Materiallabor Interesse haben im Augenblick. Und wenn es ideal läuft, schwebt mir ein, wie es in den bisherigen 9 Jahren auch war, ein Verdoppeln des Umsatzes etwa alle 3 Jahre vor.